Ja, schon wieder ein Video von mir, ein ganz spontanes. Ich habe nämlich all dieses Material heute Morgen bei mir ins Auto geschmissen, weil ich gesagt habe, ey, manche Aussagen gehen mir so ja, ein bisschen auf den Zeiger oder irgendwie, keine Ahnung, das Thema Abhackmatten, Slings, Handling, dieses Carb Care. Irgendwie manche Leute, habe ich das Gefühl, die haben es einfach noch nicht verstanden. Letztendlich ausschlaggebend war aber tatsächlich der Carpi-Podcast. Die drei Jungs, die dann da rumgeeiert haben. Ja, wie heißt denn jetzt hier so ein Ding? So eine Sling, so eine Weight Sling oder Retention Sling oder Retaining Sling oder Recovery Sling oder ja... Ich habe mir gedacht, da muss ich doch jetzt mal ein Video machen. Und vor allen Dingen gab es auch noch so andere Kommentare, wo ich mir dachte, ey, also an anderer Stelle, da musst du einfach mal drüber reden und auch anders drüber reden. Nicht so, wie in anderen Videos schon mehrfach geredet wurde, wenn es darum geht, wie händel ich einen Karpfen. Bauformen, die gibt es ja von verschiedensten Herstellern in unterschiedlichster, aber sehr ähnlicher Art und Weise. Hier habe ich alles von Avid Carp dabei. Eingedeutscht Avid, ne? Habe ich auch gehört in diesem Carpi-Podcast im Elver. Ist ja unterhaltsam, aber es ist ja gerade so in Nachrichten über Videos zu schicken. Deswegen sage ich mal, ey Jungs, da müsst ihr noch ein bisschen Nachhilfe nehmen, damit das auch was wird, ne? Aber jetzt will ich euch einfach mal zeigen, welche Bauform haben wir denn? Ganz simple, aufrollbare Matten gibt's. Und hier möchte ich jetzt darauf eingehen, was irgendwie nie groß gesagt wird. Ey, wenn ihr so eine Matte habt, ohne Rand, ohne irgendetwas, die könnt ihr verwenden, wenn ihr einen ebenen Boden habt. Die könnt ihr eigentlich auch nur in Verbindung mit einer entsprechenden Sling verwenden. Warum? Ja, ihr kriegt den Karpfen gar nicht gehändelt. Wenn der schlägt, dann steht der hier Kopf und... So ein Fisch ist glitschig, der liegt ganz schnell neben der Matte. Das bedeutet auch, ihr könnt ihn auf so einer Matte, auf so einer simplen, ohne Rand, nicht eine Sekunde unbeaufsichtigt lassen. Das heißt, selbst mal zum Auslöser von der Kamera zu laufen und da zu drücken, wenn der in dem Moment losschlägt, dann ist der von der Matte runter. Also lasst das. Beziehungsweise, was mir auch super wichtig ist, nutzt immer so eine Sling. Es ist da auch völlig egal, welche Art von Sling oder wie die Sling sich nennen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt hier irgendwelche Retainer-Sling, Retention-Sling oder Recovery-Sling. Das heißt, das sind alles Helter-Schlingen oder Erholungsschlingen, wenn man das Ganze übersetzen würde. Die haben alle gemein, dass sie entsprechend Schwimmkörper drin haben. Das sind aber Kurzzeitgeschichten. Also diese Scheiße, ich muss es so sagen, oh, ich habe jetzt abends einen Fisch gefangen, pack die hier rein und am nächsten Tag, nach einer kompletten Nacht, hole ich den Fisch raus, um irgendwie Aufnahmen zu machen. Das ist Scheiße. Nicht umsonst ist es so, dass mehr und mehr Gewässerbetreiber oder Besitzer sagen, die sind verboten. Ihr dürft eine Weightsling nutzen, aber... Es dürfen keine Auftriebskörper drin sein, die dürfen nicht schwimmen. Also dann können sie nicht dafür genutzt werden, die Fische zu heltern. Und genau das soll halt eben vermieden werden. Ja, deswegen ist zum Beispiel bei dieser Avid Sling jetzt auch alles so rausnehmbar. Dann kann man die entweder als reine Weight Sling nehmen oder halt eben als ja, Kurzaufbewahrungsschlinge. Viel wichtiger oder die viel wichtigere Aufgabe von diesen Schlingen ist aber das generelle Handling von den Karpfen. Bei mir fängt es generell an, bei größeren Fischen, die nehme ich schon nicht am Kechernetz aus dem Wasser, wenn es irgendwie möglich ist. Das heißt, Kecherkopf abmachen, im Wasser, in die Schlinge legen und dann herausheben. Super wichtig war es eben, auf die Flossen aufzupassen. Man hat gesehen, es war so ein Schuppi. Es ist so ein Schuppi, der seine Flossen alle extrem abspreizt. Und da muss man unbedingt schauen, dass die Flossen dann sauber anliegen.
ein großes Gewicht am Netz, am Kechernetz rauszuheben, ist auch verdammt schwierig. Und da kann was schief gehen. Sollte man nicht machen. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann rollt den Kescherstab wirklich komplett auf. Dann habt ihr noch den besten Griff. Noch idealer ist es, wenn ihr das Kechernetz, wenn ihr den Karpfen in die Sling gesetzt habt, schon rausholt. Den Karpfen da drin abhakt und entsprechend das Kechernetz rauszieht. Was ganz beschissen ist, ist einen Karpfen auf die Matte zu packen und dann das Kechernetz einfach unter dem rauszuziehen. Weil, ja, da schrappt ihr dem wunderbar die Haut vom Leib. Ja, in dem Falle natürlich nicht die Haut, aber die Schleimschicht, die Schutzschicht von Karpfen. Und das muss halt einfach nicht sein. Ja. Und man muss natürlich sagen, bei kleineren Fischen ist das Handling leichter. Da ist es auch nicht so schlimm, den Karpfen so leicht anzuheben, Kechernetz raus. Da ist noch nicht so der Druck auf dem Fisch. Aber bei größeren Fischen, mit jedem Kilogramm leidet der Fisch dann auch mehr unter seinem eigenen Gewicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, der schwimmt normalerweise da im Wasser rum. Der ist da praktisch schwerelos. Und dann kommt er hier an die Luft. Ja, dann wird er schwer. Na, dann ist halt eben nicht mehr sein Gewicht durch das Wasser ausgeglichen und dann drückt sein volles Gewicht auf seinen Körper. Das heißt, auch bei großen Fischen, die irgendwie aufrecht hinstellen auf den Bauch, ey, da könnte ich zuschlagen. Das ist so bescheuert. Wenn der dann noch eine ordentliche Wampe hat, dann bricht er sich wunderbar die Gräten an der Bauchhöhle. Wie blöd muss man sein? Generell. Könnt ihr irgendwas im Wasser machen, macht es im Wasser. Das ist die beste Methode, da kann sich der Fisch nicht verletzen. Wenn ihr im Wasser den Fisch anhebt, ja, perfekt. Na, an vielen Gewässern in Frankreich ist es mehr und mehr auch so, da dürfen die Fische gar nicht mehr ans Ufer genommen werden. Sie müssen im Wasser fotografiert werden. Na, habt ihr vielleicht von Baschmanns das Video gesehen. Ja, macht Sinn. Generell, egal bei welcher Matte, macht euch, bevor ihr was fangt, Gedanken, wo ihr euren Fisch ablegen könnt. Wenn es schräg wird, der Hang, dann ist das kacke. Weil wenn der Fisch einmal runterkommt, runterrutscht, dann kann er den ganzen Hang runterrutschen, schrappt sich die komplette Seite auf. Ja, unter Umständen ist er dann weg im Wasser, das ist dann eigentlich noch gut für ihn, aber ihr könnt ihn wirklich verletzen. Und deswegen nutzt die Sling wirklich auch nur fürs Handling. Das heißt, wenn ihr den Fisch am Land habt, dann ist das wunderbar. Ihr könnt den Fisch da drin drehen, könnt ihn von der Seite fotografieren. Also auch die ganze Handhabung erleichtert das enorm. Wenn er schlägt, dann macht ihr kurz zu. So schützt ihr den Fisch, haltet ihn am Platz. Denn mit der Hand, wenn der Fisch jetzt hier frei drauf liegt, ja, der schlägt einmal blöd, dann nimmt er euren Arm richtig als Absprungbrett und fliegt hier einen Meter neben die Matte. Und das soll halt nicht sein. Also hier diese Mattenart wirklich, wenn ihr an der Matte bleibt. Jetzt sind wir bei einer Matte, die einen Rand hat. Wie gesagt, hier gibt es die verschiedensten Bauformen. Es gibt auch Matten, die einfach komplett einen weichen Rand haben, der ähnlich hoch ist. Hier ist natürlich die Sicherheit schon viel besser. Aber auch aus der Matte springt euch ein Fisch heraus. Häufiger sind es natürlich die eher kleinen, aber die großen Fische, die schaffen es dann auch schon mal, sich zu drehen um 45 Grad und dann hängt der Schwanz draußen. Auch da müsst ihr natürlich schnell über den Fisch gehen, Fisch rein. Es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden. Das kommt vor. Ja? Aber auch hier macht das Ganze mit einer Sling. Es erleichtert das Handling. Ihr braucht nicht irgendwie an der Matte den Fisch dann transportieren, tragen, sondern ihr könnt direkt in die Sling. Mit so einer Sling ist sowieso natürlich das Thema. Ihr könnt wiegen, händeln. So eine Sling ist absoluter Muss, denn damit könnt ihr euren Fisch wirklich, ja, die schonendste Prozedur ermöglichen.
Ich habe eigentlich gar nicht das Thema zu Ende gesprochen, warum das so scheiße ist, so eine Retention, Retaining, Recovery Sling dazu zu nutzen oder, was es auch gibt, eine Floating Weight Sling. Ja, was ist denn da überhaupt der Unterschied? Na, das ist nur der scheiß Name, der den Unterschied macht. Aber macht Nachtfotos. Das geht. Wunderbar. Ist überhaupt kein Thema. Die Bilder werden gut und vor allem werden die Bilder gut, weil der Fisch körperlich erschöpft ist. Wenn er sich erholt hat, dann schlägt er wieder um sich, dann beginnt der Drill wieder auf der Matte. Also eine viel höhere Verletzungsgefahr wieder für den Fisch. Deswegen, ach, Leute, echt in Ausnahmefällen, mal kurz, so sollte das sein. Aber das ist ja Standard, wenn ich dann immer die Fotos sehe, wo dann da keine Ahnung, wie viele von den schwimmenden Slings irgendwie im Wasser liegen. Sorry. Kann ich nicht leiden. Es ist ungefähr genauso schlimm, wie jetzt hier auf die eine Matte sich mehrere Fische drauf zu packen oder was auch immer. Es muss doch nicht sein. Wir fangen im Leben alle so viele Fische. Ne? Einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. So eine Bauform mit Rand, da ist es natürlich eher mal gegeben. Vor allem, wenn ich dann den Fisch hier auch noch entsprechend abgedeckt habe, dass ich mal kurz zu meiner Kamera gehe, den Auslöser drücke oder solche Geschichten. Na, das funktioniert mit so einer Matte mit Rand natürlich schon halbwegs. Ja, und den maximalen Schutz, den erreiche ich natürlich hier mit so einer Cradle. Verstellbare Füße, ich kann da entsprechend auch noch ein bisschen was ausgleichen. Generell bei all den Matten war es so, die Oberfläche sollte schön glatt sein. So reibt ihr am wenigsten Schleim vom Fisch runter. Das ist der Vorteil. Das ist der entscheidende Vorteil. Nachteil ist natürlich auch, dass die Fische da sehr, sehr leicht drauf herumrutschen und mal wegflutschen. Deswegen, ja, entsprechend, ich kann es nicht oft genug sagen, nutzt eine Sling. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Ja, wenn ihr so eine Abhakmatte nutzt und da mit sehr großen Fischen zu rechnen ist, dann ist das natürlich ja, das Ideal für das Handling. Bei dieser Safeguard-Abhakmatte vom Avid Carp wäre sogar auch noch mal so eine Abdeckung dabei. Auch so könnt ihr natürlich verhindern, dass der Fisch da raushüpft, aber ist eigentlich unnötig, denn ihr solltet eigentlich den Fisch nach Möglichkeit überhaupt nicht verlassen. Ne? Das heißt, erst das Setup aufbauen, Kamera hinstellen. Normalerweise arbeitet man ja mit dem Fernauslöser. Oder man muss vielleicht einmal an die Kamera ein Serienbild starten. Geht auch aber auch mit Fernauslöser. Also heutzutage muss man eigentlich die Abhakmatte mit dem Fisch gar nicht verlassen. Und dann kann auch nichts Blödes passieren, dass der Fisch mir runterhüpft. Weil dann kann ich den immer schnell abdecken und sichern. Generell, was so Carpcare-Geschichten angeht, ja, dieses Klinik, diese Geschichten, Desinfektionsmittel kann man machen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich was bringt. Ich gehe davon aus, es schadet nicht. Deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Aber generell vom Handling natürlich immer genug Wasser am Platz haben. Manchmal ist auch ein Eimer gar nicht genug. Dann stellt euch halt einen großen Eimer oder noch einen zweiten Eimer dahin, damit ihr entsprechend genug Wasser habt für den Fisch. Wenn ich Bilder sehe, wo es schäumt, dann war nicht genug Wasser im Spiel. Oder der Fisch hat richtig um sich geschlagen. Das ist dann natürlich auch wieder typisch, wenn der sich zu lange erholt hat. So, damit bin ich auch schon mit meiner Blitzvorstellung durch. Ja, ich wollte einfach damit euch oder gerade denen, die nicht so recht wissen, was sie brauchen, was sinnvoll ist, an die Hand geben, dass sie auch abwägen können. Reicht mir so eine ganz simple Matte? Ja, wenn ich immer dran bin zum Stalking, da ist das in Ordnung. Aber eine Matte mit Rand ist einfach viel sicherer und viel besser. Und da gibt es dann auch eben relativ gute Modelle, die man echt handlich zusammenbauen kann. Ja. Hier ist dann eine Tasche dabei, die wiegt auch kaum was. Das ist eine
Kompromisslösung, so einen kleinen Rand zu haben gegenüber so einem Riesending, weil das ist natürlich ein Riesenpaket, das ist Gewicht, das nimmt Platz weg. Manchmal muss man auch Kompromisse schließen, es sollte aber nicht Richtung Fischschonung gehen, deswegen auf jeden Fall wichtig, dass ihr eine richtig dicke Matte da dran habt. Also gerade diese Cradle-Form, wie ich sie hier habe, da gibt es auch Matten, die haben so ein dünnes Polster, wenn ihr da hingreift, da spürt ihr sofort jeden Stein und jede Stange, die da drunter ist. Das kann den Fisch auch nicht sauber schützen. Ne? Das heißt, dementsprechend so eine 5 cm Matte muss es auf jeden Fall sein. Ansonsten ist das ein Scheiß, wenn ein Karpfen schlägt und dann mit dem Kopf auf den Stein schlägt, dann hat er sofort eine Bolle. Achtet darauf. Ansonsten, was ich noch wirklich empfehlen kann, ist zum Beispiel wirklich diese Cradle von Avid Carp, die Camu-Geschichte. Da ist es wichtig, dass das Material nicht wie ein Reibeisen ist, sondern auch das Netz eine glatte Oberfläche hat. Auch hier ist natürlich so, dass die Nähte außen sind. Das heißt, auch hier habe ich keine Kanten eingearbeitet. Man sieht es hier, der Reißverschluss, der löst sich bis ganz unten hin. Denn wenn ich den Fisch ins Wasser lasse, dann bleibt da nicht die Schnauze hängen. Na, der kann dann ganz gemütlich rausschwimmen. Ich hatte schon andere und dann hängt jedes Mal der Kopf vorne in dieser blöden Lasche. Hier habe ich das nicht. Wie gesagt, hier kann ich die Schwimmkörper auch rausnehmen. Dann ist es eine reine Wiegeschlinge. Dann habe ich auch da, wo es nicht zugelassen ist, kein Problem mehr, dass ich die nicht einsetzen darf. Auf sowas sollte man einfach achten und immer aufpassen. Vorher Kopf machen. Wie kann ich einen Fisch handeln? Wie kriege ich ihn aus dem Wasser am schonendsten? Wo packe ich ihn dann hin? Und vor allem erst aus dem Wasser packen, wenn alles steht und vorbereitet ist. Das war's. Tschüss. Ich hoffe, es hat manchen so ein bisschen geholfen, weil ja, kannst du ja vom Glauben abfallen. Am besten bleibt dein Wasser. Jetzt kommt zwar Herbst, aber ja, nur die Hatten kommen in den Garten. Und tschüss.